Da waren die Zuschauer einen Tick schneller als der Starter, macht aber nichts. Sie kommen alle gut weg hier auf den ersten Metern. Geht raus aus dem Stadion Richtung Hörndlwand, die wir vielleicht gleich noch ins Bild bekommen werden. Ein wunderschöner Anblick hier aus dem Stadion raus. Da schauen wir mal hinten, schön beleuchtet von den Sonnenstrahlen. Hier herrscht Schatten, minus 5 Grad, was der Strecke sowieso gut tut. Dann geht's rechts rum und wir schauen auf die Schanzen, die leider nicht mehr in Ordnung sind. Vor allem die große und die Normalschanze durch ein Lawinenunglück bzw. einen Lawinenabgang zerstört wurden. Und jetzt geht es hinter dem Stadion durch, hinter der Rückseite des unteren Berges über die Technikbrücke und dann rüber in Richtung der Ausläufe des Rauschbergs, bevor es dann in die harten Steigungen gehen wird. Das Teilnehmerfeld ist gut weggekommen. Es gab bis hierhin keine Stürze, keine Stockbrüche. Alles bestens. Jeder hat auf sich und auf den anderen vor allen Dingen auch Acht gegeben. Also der Start ist schon mal gelungen und alle sind noch dicht zusammen. Und natürlich, die erste Runde ist immer ein Abtasten, ein Finden der Position, die Position 2, wie sie Justus Strelo hier hatte. Jetzt geht er sogar vorbei, wäre die optimale. Da kannst du die meiste Kraft sparen im Windschatten und fällst nicht zu weit zurück. Ja, Justus Strelo zum ersten Mal Startläufer in dieser Saison. Aber sie haben natürlich auch einen guten Grund dafür, denn er ist ein sicherer Schütze. 96% liegend, 93% stehend, insgesamt 94% sein durchschnittliches Schießen. Das ist schon überragend. Justus ist der beste Schütze im Team, im deutschen Team. Und da hält er sich auch in einer perfekten Position hier. Sturla ganz vorne und knapp daneben Justus Strelo. Kann man natürlich gut beobachten und hier gehen sie zu zweit jeweils diesen Anstieg hoch, der, wir haben es gestern schon mal erwähnt, nicht ganz so breit ist wie in den Jahren zuvor, denn bis kurz vor Wettkampfbeginn hier, nur 3 Tage vorher, hat es alles grün gehabt drumherum. Ähnlich wie in Oberhof, dann hat es geschneit und jetzt geht's hoch den Schießplatzberg. Jawohl, Justus, sehr locker, machst du gut so. Jens Filbrich gibt da die Anweisungen, erstes Lob direkt mal, sich da so zu positionieren und wie er den Job macht. Ja, ein klares Gut so, dann die kurze Abfahrt, da nimmt nicht jeder die Spur, sondern manche gehen raus. Schon alleine möglicherweise, um zu viel Anschieberei und möglicherweise auch Stürze zu vermeiden. Dann geht es zweimal umtreten und dann gibt es gleich wieder die nächste Aufgabe. Kann man sich also nur kurz ausruhen, bevor es dann hoch geht, den nächsten Berg. Und das ist der Hackschnitzelberg, oder wie sagt ihr Ruppoldinger so schön? Der Schorthaufen Nog. Ja, das können Sie gerne mal üben. Wir werden vielleicht noch mal Gelegenheit haben, das mal zu buchstabieren. Dann dürfen Sie das für den nächsten Ruppolding-Urlaub mal üben, wie dieser Berg heißt. So, hier oben die Schleife. Dann geht es wieder runter. Und den Schießplatzberg-Rücklauf. Also nur mal kurz durchatmen, umtreten hier. Auch da werden die Beine wieder gefordert. In die Abfahrtshocke und nach nur ein paar wenige Meter später, jetzt habe ich den Satz zusammengebracht, geht es gleich wieder hoch. Und Justus Strelo macht hier seine Sache gut, scheint sogar vorne zu sein. Ja, paar Zentimeter bringt die deutsche Mannschaft in Führung. Naja gut, nach den paar Metern ist das noch nicht so wild, aber auch er muss natürlich schauen, wie er ins Rennen kommt, wie er sich seine Kilometer hier einteilt. Und vorne kann er immer sein Tempo laufen. Er muss nicht reagieren. Er läuft sein Tempo, muss hier zum Beispiel ganz langsam über den Berg laufen, muss nicht drüber ziehen, sondern kann für sich Kräfte sparen und nach hinten Ziehharmonika-Effekt entwickeln. Hier sehen wir mal die Seilkamera im Bild. 160 Meter lang übrigens und fliegt 5 Meter über dem Boden. Und die sorgt für diese tollen Bilder, die wir dann auch in den Abfahrten immer wieder bekommen, damit wir eben auch mal die Geschwindigkeit mit einschätzen können. Ja, und die Deutschen haben offensichtlich wieder super Ski. Keiner kam aus dem Windschatten raus, auch nicht der Norweger. In keiner der Abfahrten wurde jetzt Justus überholt, was als Führender gar nicht selbstverständlich ist. Also wenn er da immer vorne bleibt, dann muss der Ski gut sein. Erstaunlich, Campbell Wright, unser
Neuseeländer, der für USA startet mit der Nummer 16, da ganz vorne dabei, hat sich immer wieder gezeigt. Also ein Mann, dem auch die Zukunft gehört. Erstmals Juniorenweltmeister geworden, letztes Jahr für Neuseeland, dann noch jetzt startet er für die USA. Ja, Stula Holm-Lagreit hält sich weiterhin hinter Justus Strelo. Die ersten Präparationen. Jetzt geht's eben an die Matten. Ja, und der Blick auf den Wind eben beim Anschießen. Da war es noch ein bisschen windiger von links nach rechts. Da haben sie gerne mal zwei bei links gedreht. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, vor allen Dingen auf den ersten drei Schießständen. Und los geht's. Justus Strelo setzt den ersten Treffer. Und den zweiten. Der Rhythmus war super. Ein Nachlader. Und wenn er da schnell ist, dann hält er vielleicht Stula Holm-Lagreit, der auch jetzt selbst daneben schießt. Ja, Justus Strelo fertig als erster. Lagreit liegt noch da, muss noch nachladen. Ebenso wie Eric Perrault, der Franzose. Italien ebenfalls mit zwei Fehlschüssen, zwei Nachladern. Schweden ist fertig mit Emil Nyquist. Und da ist er als erster raus. Campbell Wright, den wir gerade angesprochen haben, der hat die Führung übernommen. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Und Unterweger für die Österreicher auf Position 2. Ja, starkes Schießergebnis von Campbell Wright. Ohne Nachlader geblieben und somit ein Tick vor Justus Strelo. Super gemacht, der Amerikaner, dieses erste Liegenschießen. Der schnellste war Unterweger mit 22 Sekunden, der Österreicher vor Mykiska aus Tschechien, Joy Korea 25, Justus Strelo 26,8 mit dem Nachlader und Campbell Wright ebenfalls 26,8. Ja, aber er musste eben nicht nachladen, hat dadurch die entscheidenden Sekündchen gewonnen. Udo Schwelle-Petz, ja, man meint immer ein leichtes Lächeln bei ihm im Gesicht zu erkennen, vor allen Dingen, wenn es gut läuft, denn es ist klar. Aber er hat es notiert und registriert, was Justus Strelo hier veranstaltet hat. Und hier sehen wir die beiden nebeneinander. Herrliche Szene. Ja. Da sagt Campbell, lauf du vor, du bist eh stärker als ich. Ja, also als Campbell Wright könnte man sich da schon mal in Führung zeigen. Das wäre natürlich eine Sensation für die USA und in der USA. Allerdings weiß er natürlich, sich selbst auch einzuschätzen. Ja, übrigens Timothy Liston, der US-Generalkonsul in München, ist übrigens auch hier an der Strecke, wurde eben beim Stadion TV interviewt. Ja, der hat sich das ein bisschen gewünscht, dass man seine Amerikaner sieht. Ja, und er hat dann auch gleich mal dafür gesorgt, dass er doch prominent im Bild ist. Und nutzt jetzt den Windschatten natürlich von Justus Strelo, der hier die Führung wieder übernommen hat. Nach dem Schießen noch Dritter, jetzt in Führung. Wright hält sich da gut mit ihm und die beiden machen jetzt hier einfach mal die Strecke ein bisschen breit, sodass jetzt mal auch keiner der stärkeren Läufer einfach mal da vorbeifliegen kann, wenn er denn könnte. 3,7 Kilometer erledigt, Justus Strelo, wir sehen es, 0 plus 1, ein Nachlader, aber das ficht ihn nicht, insofern nicht an, denn er ist weiter in Führung. Ja, 7,4 Sekunden war der Vorsprung auf Norwegen vom Führenden nach dem Schießen von Wright. 5 Sekunden von Justus Strelo. Das ist also auf Strelo gleich geblieben. Lagreit konnte da keine Zeit gut machen. Durch den Verkehr natürlich auch etwas schwierig. Und hier nochmal die Studie von hinten. Man schön sieht, ein 2-1er Schritt geht es hier hoch. Und der Amerikaner, ja, eben hatte ihn vorgewinkt. Jetzt ist er ja mindestens auf gleicher Höhe. Hat jetzt mal geschaut, was kann ich denn hier den Short Dauphin Oak hinauf. Ja, Herbert grinst ein bisschen. Ja. So ganz, du bleibst besser ich bleib beim Kölsch. Nee, ich brauch, oder beim Kölsch. Ja, oder beim aber, Kölsch, ja. Na, wir üben es ja hier. Nein, aber so heißt er nun mal, dieser Berg in Ruhpolding. Und die Abfahrt ist auch schon wieder in Angriff genommen. Zieht sich ein bisschen jetzt auseinander, das Feld. In der zweiten von insgesamt 12 Runden hier. Und da kommt der Norweger rechts. Stula Holm-Lagreit. Erstmal mit kraftvollem 1-1. Ist jetzt auch ins 2-1 gewechselt.
Ja, aber sie mussten schon wieder 5 Sekunden gut machen. Das ist auf dieser Strecke nicht so einfach. Fokus und Vertrauen, komm! Und Fips Filbrich feuert hier an und es scheint, als hätte Justus Strelo hier wirklich die Kontrolle, die totale Kontrolle über das Feld. Ja, und offensichtlich auch den Respekt der Konkurrenten, denn sie lassen ihn da vorne. Sie gehen jetzt nicht vorbei, versuchen Stärke zu zeigen, die Norweger zum Beispiel. Die Franzosen, die sich natürlich auch bewusst sind, was sie in dieser Saison schon geleistet haben. Norwegen mit 3 Staffelsiegen, im Übrigen saisonübergreifend. Mit 9 Weltcup-Siegen in der Staffel. Könnten heute den 10. Sieg nacheinander schaffen. Wie gesagt, saisonübergreifend natürlich. Nur einmal ging schief. Das ist natürlich besonders ärgerlich bei den Weltmeisterschaften. Da wurden sie nur Zweite, gewannen Silber. Ja, und bei dem Leistungsanspruch, den die Norweger an sich selbst stellen, war das natürlich eine Enttäuschung. Jetzt also, 2. Schießen, stehender Anschlag. Und die Top-Mannschaften sortieren sich hier gleich ein. Diesmal nach Platzierung. Beim 1. Schießen geht es noch nach Startnummer. Jetzt darf der führende Justus Strelo auch auf Bahn 1. Und wir schauen mal hier aus dem Fenster. Das Windfähnchen hängt schlaff herunter bis hin zur Bahn 5. Danach ist ein bisschen mehr, aber nicht wirklich bedeutsam. Laborbedingungen. Fehler Norwegen, Fehler Frankreich. Und Justus Strelo geht hier 0 raus. Grandios dieses Schießen wieder bei ihm. 93% war seine Trefferquote. Das war schon ein Indiz dafür, was er kann. Und ihm auf dem Fuß folgt Dominik Unterwenger, der Österreicher, mit der Position, mit der Startnummer 7. Jetzt auf 2. Auch der hat ein tolles Schießen hier abgeliefert. 2x0 der Österreicher. Und der ist jetzt erstmal der direkte Verfolger und nicht unbedingt die Staffeln Frankreichs und Norwegens. Und auch nicht die Staffel Schwedens. Hier mit 2 Nachlader. Er kämpft jawohl mit dem letzten Schuss. Hat das doch noch vermieden, die Strafrunde einläuten zu müssen. Nyquist war das für die Schweden. Emil Nyquist. Ja, Deutschland vorne, sagt auch der Stadionsprecher. Gestern schon dieser tolle 3. Platz der deutschen Frauen, die ebenfalls super geschossen haben. Die mit insgesamt 3 Nachladern durchkamen. Und die deutschen Männer bisher mit einem einzigen. Ja. Der Amerikaner Wright macht nochmal Blut in die Finger durch das Drehen hier. Und die Serie, Herbert. Ja, Glück beim 4., aber trotzdem brillant gelöst. Und der Unterweger, der Dominik Unterweger, hat hier in 17,7 Sekunden geschossen. Michael Greis ist auch ganz begeistert, spricht hier mit seinen Bekannten und Kollegen und philosophiert über die Leistung. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch von Justus Strelo. Ja, Michael Greis, einer der Besten der Welt vergangener Tage. Neulich noch beim Sportler des Jahres als Gast gewesen und jetzt hier in Ruhpolding. Und hier haben wir die gleiche Konstellation wie eben. Strelo vor Wright und Unteregger, der muss ein bisschen nachlassen hier. Unterwenger, natürlich, Entschuldigung, das ist immer Namensverwechslung. Kommt schon mal vor. Na, wenn du einen Fritzenwenger drin hast, ja, dann denkst richtig. Du an den Unterwenger, es ist der Unterweger. So ist es. Oh, und der geht vorbei. Campbell Wright ist vorbeigegangen an Justus Strelo. Zeigt er sich hier mal. Ab! Komm! Da musst du die Lücke schließen jetzt hier. Lücke schließen, komm! Aber da musst du drüber arbeiten. Komm, zieh drüber! Zieh drüber die Anforderungen und das Auffordern von Jens Filbrich. Also immer ganz wichtig, auch das Tempo mit über die Kuppe zu nehmen und dann gleich 2-3 Mal anzuschieben. Das bringt immer ein bisschen was. Und hier sehen wir die Attacke nochmal in der Wiederholung von Campbell Wright gegen Justus Strelo. Das kam vielleicht auch für den Deutschen ein bisschen überraschend. Eben hat er ihn noch den Vortritt gelassen, hat gesagt, geh du mal vorbei, du läufst eh schneller. Und jetzt hat er hier mal demonstriert, dass er das doch ganz gut kann.
Die Staffel Nummer 4, das ist Italien mit Ilia Zeni auf Position 12. Und hier die beiden, die sie ein bisschen absetzen konnten. Wer dahinter kommt? Lagreitz. Lagreitz mit der 1, klar. Perrault. Und Perrault, der Franzose. Also sie sind nicht weit weg, also kein großer Vorsprung für die beiden da vorne. Und dennoch, es ist immer eine Ehre, als Erster zu übergeben auf den danach folgenden. Ah, ein Franzose versucht ganz tief in der Hocke den Windschatten zu nutzen. Justo Strelo versucht eine Konterattacke sozusagen und geht den letzten Meter jetzt den Schießstandberg hoch. Jetzt im 1-1, jetzt zeigt er, was er noch richtig drauf hat. Komm, zieh durch hier, komm! Und jetzt 1-1, aber drüber, hoch und drauf! Geht die Zunge raus. Auf geht's, komm! Bei Campbell Wright. Ah, und da hinten, da kommt Lagreit angeflogen. Der Norweger. Ja, Jens Filbrich hat jetzt erstmal wieder ein paar Minuten Pause, kann die Stimme wieder schonen. Es gibt ja so einige Trainer, die da regelmäßig heiser werden bei den Anfeuerungen. Und er ist der Nächste. Johannes Kühn. Ja, das ist jetzt hoffentlich nicht zu dem Zeitpunkt, sondern nur eine Aufzeichnung, denn er sollte sich jetzt schon am Start befinden. Ino Filzen schon auf dieser Position 2. Und in Östersund Schlussläufer. Also jetzt wieder an der Position, die er zu Beginn der Saison inne hatte. Ja, Justus Strelo macht hier ein klasse Rennen und hinten dran Eric Perrault, der Franzose. Ziemlich schwierig auseinanderzuhalten, die Anzüge. Ich dachte, es wäre eben der Norweger gewesen, der so rangeflogen war. Nein, es war Eric Perrault. Und jetzt geht's also an den nächsten Wechsel. Für die USA steht bereits Sean Doherty. Für Deutschland Johannes Kühn. Für Frankreich Emilien Jacquelin. Für Norwegen Johannes Dorle Schäfdal. Hier sehen wir es noch eingeblendet. Die jetzt in Aktion treten und stark nach vorne gearbeitet hat sich die letzte Staffel. Staffel Kanadas, jetzt Christine Gau auf Position 7 gewechselt von 22, also die letzte Staffel. 10 Plätze gut gemacht, wenn man so möchte, nach eben dem ersten, nach dem Startläufer hier in Rupen. Tschechien auf 11, Michal Kritschmar jetzt unterwegs, Jaceni wechselt auf die Didier Bionas und die Schweden auf Position 16 nur. Einigermaßen überraschend, Herbert. Ja, die vorderen beiden sind läuferisch die Schwächeren der schwedischen Mannschaft. Nyquist hier ist nicht der schnellste auf der Strecke, das war bekannt. Jesper Nelin ist da schon deutlich besser. Und es wird immer besser, je mehr Läufer an den Start gehen bei den Schweden. Es folgen dann Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson. Und die Schweden bis jetzt noch nicht auf dem Podest in dieser Saison. Platz 4 in Oberhof, die beste Leistung bisher der 4. Exakt gleiche Aufstellung übrigens wie vor wenigen Tagen in Thüringen. Der Wechsel von Justo Strelo, er hat im ersten Hinfassen den Johannes Kühn nicht erwischt, aber dann hat er ihn mit der Fingerkuppe tatsächlich am rechten Ellbogen noch erwischt. Jetzt also das nächste Taktieren, das nächste Abtasten hier der Top-Mannschaften. Vorne Deutschland, Frankreich, USA, Norwegen, Kasachstan noch mit dabei. Also die Besten sind dabei, mit Ausnahme von Schweden. Die müssen erst versuchen, diesen Zug da wieder, an diesen Zug Anschluss zu finden. Johannes Dorle Schäfdal für Norwegen im Rennen, Platz 4 im Gesamtweltcup. Wir haben es ja eben im Bericht von Nils Kaben gesehen. 5 führen den Gesamtweltcup an. Ganz vorne die beiden Bös, Johannes Tingnes Bö, der heute nicht am Start ist. Und Tarjei Bö, sein Bruder. Jawohl, schon! Mach dein Ding! Sehr gut! Komm! Auf geht's! Komm! Naja, Johannes Kühn läuft hier nicht schon gleich von Anfang an
volles Rohr, lässt sich da schon Zeit und weiß, da kommen die schwierigen Abschnitte dieser Strecke noch früh genug. Und er braucht auch Kraft fürs Stehenschießen. Hat eine sehr gute Saison bisher gezeigt, Johannes Kühn. 7-mal unter den Top 10 in den Einzelwettbewerben. Hat sich im Stehenschießen deutlich verbessert. Liegenschießen sogar bei 95% Trefferquote. Und das wird natürlich auch heute wichtig, obwohl es natürlich Nachlader gibt. Aber wir haben es eben gesehen beim Stehenschießen. Wenn man schnell ist, dann kann man eben plötzlich mal einen Sprung nach vorne machen. Und die schnellsten Schießzeiten, die sind dann eben auch einige Sekunden schneller als die langsameren. Nochmal, ja, hier kommt Florent Claude für Belgien startend. Einer der beiden, Fabien Claude, später dann bei den Franzosen. Und jetzt... Ah, Thierry Langer, wir sind ja schon auf der zweiten Runde, natürlich. Thierry Langer war das. Fabien hat eine ordentliche Leistung für die Belgier als Startläufer gemacht. Aber jetzt da vorne. Die Top 6 dicht beisammen. Christo Siemer, der Erste, hat sich mal angeschickt, die Führung, das Tempo zu übernehmen. Vor Kühn, vor Dorle, vor Doherty, dem Amerikaner. Emilien Jacquelin dabei. Akimov, der Kasache, und Christian Gau. Eder, der Österreicher, hinten dran. Simon Eder, Silber bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver, Bronze in Sochi, beides natürlich in den Staffeln. Und jetzt auch wieder vorne mit dabei. Simon Schemp hier bei der Fachsimpelei. Ist ja hier zu Hause, Lebensgefährte von Franziska Preuß. Da hat er sich gestern sehr gefreut, dass Franziska Preuß so eine gute Staffel gelaufen ist. Und Johannes Kühn wieder an Position 1 beim Einlauf in den erweiterten Schießstandbereich. Und jetzt können Sie wieder die volle Unterstützung der vielen tausend Zuschauer hier genießen. 11.500 gehen maximal auf diese Tribüne. Das wird sicherlich am Wochenende auch sein. Jetzt in den Ausläufern rechts und links noch ein bisschen Platz. Und gleich werden sie wieder angefeuert. Und mit jedem Treffer gibt es dieses Hey! Und das prallt zurück vom Zirnberg als Echo. Wird dadurch noch mal. Frankreich mit dem Versuch, eine Schnellschützenfeuereinlage einzubringen, aber es gelingt. Deutschland, USA und Norwegen fehlerfrei zu bleiben. Auch Österreich, Simon Eder wieder mit einer klasse Schießleistung. Großartige Leistung auch von Johannes Kühn, hier 0 zu bleiben. Hatten wir fast ein bisschen erwartet bei 95% Trefferquote. Deutschland jetzt mit ihm auf Rang 3, aber nur 2,1 Sekunden hinter Nikita Akimov, der ebenfalls fehlerfrei geblieben ist, der Kasache. Ja, die schießen so schnell es geht, viel Risiko. Und da die Strecke nicht ganz so viel hergibt, ist man natürlich versucht, schnell zu schießen. Thierry Langer 22,1, Simon Eder 22, Gau 23, Kühn 28,8, Makarov jetzt 21,3. Also sehr, sehr schnelle Schießeinlagen, die hier abgefeuert werden, um ja keine Zeit zu verlieren. Polen ebenfalls fehlerfrei, Rumänien muss nachladen, Korea fehlerfrei. Die Finnen liegen noch, genauso wie die Litauer. Und wir schauen noch mal Italien auf Rang 14. Ja, einmal noch mal die Augen frei machen, für klare Sicht sorgen, durchschnaufen. Und dann volle Konzentration aufs Schießen. Und das ist die Einlage von Johannes Kühn.
ein solides Schießen, wie man es für einen Sprint machen würde. Er hat aber 0,5 geschossen und das hält ihn eben in der Spitzengruppe. Da vorne dabei mit den im Augenblick führen kann er leicht mitlaufen. Und er hat auf alle Fälle Norwegen nicht vorbeiziehen lassen müssen, Frankreich nicht vorbeiziehen lassen müssen, die ja mit zwei Nachladern da deutlich hinterher waren. Und doch 16 Sekunden jetzt wieder aufholen müssen. Er ist ja ein Hasardeur, Emilien Jacquelin. Der will immer volles Risiko. In diesem Jahr geht es selten auf. 83% sein Liegenschießen, was die Quote angeht, im Stehen nur 69%. Weit unter seinen Möglichkeiten am Schießstand in dieser Saison. Riskiert zweimal sehr viel, aber es geht auch nicht oft gut. Platz 6 in Hochfilzen sein bisher bestes Einzelergebnis. Ja, und da hinten ist er schon wieder dran, hat den Rückstand aufgeholt. Emilien Jacquelin, hier der Letzte in dieser Gruppe. Und vorbei. Jawohl, genau am so. Trainer. Sehr gut. Voller Fokus. Gut so, weiter so. Komm. Und drüber. Immer wieder die Ermahnung und drüber, dass man bloß nicht vergisst, oben auf der Kuppe nochmal Tempo zu machen. Ja, und bevor es jetzt hier zum nächsten Schießen geht, gehen wir mal schnell zu Nils Kaben runter. Ja, Justus Strelo ist zu uns gekommen. Zum ersten Mal, Justus, in diesem Winter führen Sie die deutsche Staffel an und haben gleich in Führung liegend übergeben, also perfekte Runden hingelegt. Können Sie uns den taktischen Plan verraten? Wie will es die deutsche Mannschaft angehen gegen Norwegen vor allen Dingen? Ja, also ich denke mal, in Ruhpolding ist es sehr eng. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man die ganze Zeit dabei ist. Man hat es gestern schon bei den Mädels gesehen. Man muss immer wirklich die Führung sozusagen halten oder den Kontakt zur Führungsgruppe. Und dann im richtigen Moment, wenn die anderen vielleicht einen kleinen Fehler machen, das ausnutzen. Ja, deswegen war das Ziel, mit der Führungsgruppe zu übergeben. Und das hat zum Glück geklappt. Wie haben Sie das da vorne mit Campbell Wright, dem Amerikaner, organisiert? Ja, in der zweiten Runde hat er relativ früh sich umgedreht und mich vorbeigelassen. Ich musste dann in der zweiten Runde relativ viel arbeiten. In der letzten Runde hat es mich ein bisschen überrascht, wie er da am Schießstandberg vorbeigeschossen kam. Zum Glück konnte ich da die Lücke nochmal zumachen. Und ja, dann haben wir uns, denke ich, gegenseitig einfach nur gepusht, um so schnell wie möglich zur Ziellinie zu kommen. Herzlichen Dank und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Das ist die führende Vierergruppe. Dahinter eine Fünfergruppe, die natürlich Morgenluft wittert, versucht aufzuschließen. Johannes Dorle-Schäfdal in Führung vor Emilien Jacquelin, Johannes Kühn und der Amerikaner Doherty. Und dann Gau, Langer, Eder, Akimov, Zimmer. Das sind die, die versuchen, da wieder die Lücke schließen zu wollen. Ob sie es zulassen vorne, hängt einfach ein bisschen davon ab, wie einig sie sich da sind. Und Jacquelin hat die Initiative wieder übernommen. Er wird jetzt trotzdem versuchen, jetzt geht wieder Dorle aus dem Windschatten vorbei. Johannes Kühn relativ aufrecht, also das Material passt. Jacquelin wird auf alle Fälle versuchen, hier wieder so schnell es geht zu schießen, um Druck ausüben zu können. Meinst du, Johannes Kühn geht nochmal vorbei, um sich die Bahn 1 zu sichern? Oder gibt er sich das nicht, jetzt nochmal die Anstrengung kurz davor nochmal vorbeizugehen? Er wird jetzt dahinter bleiben, definitiv. Er wird sich jetzt ganz auf sein Stehenschießen schon konzentrieren. Er wird versuchen, seinen Rhythmus zu schießen. Das wäre sehr zu empfehlen. Wenn möglich, das auszuschalten, was um ihn herum passiert, ist natürlich schwierig. Und Emilien Jacquelin, der muss jetzt versuchen, sein Schießen von Oberhof auszublenden. Das war für seine normalen Verhältnisse vor Saison und Vorsaisonverhältnisse richtig schwach. Versucht jetzt hier nochmal ein bisschen Blut in die Finger zu bekommen. Und Dorle Schäfdal, der geht an 1. Frankreich auf die Bahn 2 und Justus Strelo auf der Bahn 3. Dorle, das erste Mal in der Staffel, ein Wackelkandidat. In diesem Jahr natürlich der Norweger. Und als hätte er es gehört, schießt er auch gleich erstmal den ersten daneben. Aber auch Jacquelin, ein Fehler, Dorle jetzt 2. Und auch Kühn mit einem Nachlader. Hoffentlich bleibt es dabei. Dorle, du siehst 3 Fehler. USA fertig, USA Frankreich. Ja! Sehr gut, Johannes Kühn. Er lässt nicht viel Platz dahinter, kann also gleich folgen
der Deutsche hinter Jean Dorty, Emilien Jacquelin. Und wie viele Sekunden ist er jetzt dahinter? 7 hinter dem Amerikaner und na knapp 4. Und der Norweger kämpft immer noch, ist jetzt fertig. Sigi Mazé, der Autoritätsboss da. Der Franzose in Diensten der Norweger, der wird jetzt richtig angefressen sein, ob dieser Leistung. Dolle wird wieder einige Sekunden gut machen können, aber er ist der Wackelkandidat in der Staffel. Er ist der schnellste Läufer. Es war auch schon Diskussion in Norwegen, warum läuft Dolle nicht Staffel? Wir wissen jetzt warum. Er ist einfach einer, der in der Staffel nicht seine besten Leistungen bringt. Und bei der Auswahl, die die Norweger haben, ist es keine Frage. Und schau mal hin, Schweden geht jetzt schon zweimal in die Strafrunde. Wollte ich noch aussprechen lassen, bevor ich das mit der Strafrunde erwähne. Und jetzt gehen sie tatsächlich sogar zweimal rein. Ja, also Schweden in der Staffel, das ist in dieser Saison noch nicht ihr Ding. Überhaupt nicht. Es ist erstaunlich, dass sie so weit hinten sind. Aber das zeigt eben auch, dass die Breite in der schwedischen Mannschaft eben nicht so groß ist. Und hier der Nachlader des Amerikaners. Wir lassen Sie mal wenige Sekunden mit dem Bild allein. Herbert und ich sind gleich auch stimmlich wieder da für Sie. Jacquelin in Führung, hat aufgeholt. Kühn dahinter und die vielen tausend Zuschauer. Ja, besonderes Erlebnis, so nah dran zu sein an den Top-Athleten der Welt. Und jetzt schauen wir hier mal. Jacquelin wechselt nochmal den Zugarm von rechts auf links für die Attacke hier am Berg. Der Amerikaner hat große Schwierigkeiten und Kühn, der geht das mit. Und zwar sehr, sehr überzeugend. Mit Wind. Oh, da stürzt er. Hakt sich selbst ein. Kein Fremdverschulden. Ah, den muss er schon nochmal holen. Jetzt komm. Aber der Stock ist heil geblieben. So viel ist schon mal an dieser schlechten Nachricht die gute. Dass er eben da den Stock behalten konnte. Allerdings, Jens Friedrich hätte auch sofort einen für ihn gehabt. Und jetzt schauen wir uns das nochmal in der Zeitlupe hier an. Kommt recht weit links rüber. Wird da ein bisschen eng. Er hat nicht zum Überholen angesetzt, sondern er ist eigentlich, so glaubt ich es gesehen, nur über den eigenen Stock gestolpert. Jetzt ist er weg. Aber er ist schon wieder dran. Dahinter kam aber Dorle. Dorle ist ja der Mann der letzten Runde. Gegen den willst du nicht bestehen müssen. Der holt Zeit auf. Da kommt dahinter an vierter Position. Der war 24,4 Sekunden zurück nach dem Schießen. Seine Laufprozentzahl ist 5,7% über dem Durchschnitt. Also er ist einer der schnellsten im Feld. Und wie du gerade gesagt hast, die letzte Runde, das ist immer seine. Da kann er nochmal alles aus sich rausholen. Und das ist sicherlich jetzt auch für die Norweger. Und vor allen Dingen auch für ihn, wo er ja ganz genau weiß, dass er das jetzt hier selbst verschuldet hat, diesen Rückstand. Ganz wichtig, dass er sich da wieder ransaugen kann. Und Johannes Kühn ist vorbeigegangen an Emilia Jacquelin. Auf geht's, komm! Und jetzt Vollgas! Und Johannes Dorle ist schon wieder dran. Schau, wie der läuft auf dieser letzten Runde. Das ist der Hammer! Komm! Jawohl! Tja, da schmilzt der Schmäh fast hinter ihm. So schnell geht er hier den Berg hoch. Unglaublich. Zeitlupenstudie. Ah, aus der Abfahrt raus. Mit dem Windschatten, der ihn da ein wenig mehr unterstützt. Es geht und jetzt sind sie hier im Fischeis. Bleib innen. Und da sehen wir nochmal diesen Stolperer. Ja, der Einwandfreier legt sich selbst das Bein oder stellt sich selbst das Bein. Ja, aber dann war es vielleicht auch ja, ihm ein wenig hilfreich, dass es dann gleich den Berg runterging und dass eben Emilien Jacquelin nicht über der Kuppe voll angezogen hat. Vielleicht hat er es sogar mitbekommen und war so fair und hat gesagt, nee, komm, nimm mal ganz kurz Sekündchen raus. Aber ich glaube, das wäre des Fairness-Gedankens ein bisschen zu blauäugig von mir an der Stelle. Ja, das sind Profis, die nutzen jede Chance, um Zeit zwischen sich und den Gegner zu bringen. Ja, toll. Super Rennen gemacht. Johannes Kühn übergibt auf Benny Doll, der jetzt an Position 3 läuft. Emilien Jacquelin auf Fabien Claude. Und jetzt für Norwegen an Position 3
Tarjei Bö. Deutschland, Frankreich, Norwegen, die stärksten drei Staffeln auf dem Papier, sind auch jetzt wieder vorne in etwas anderer Reihenfolge. Ja, und er hat alles gegeben nach seinem Sturz, nochmal wirklich alles aus sich rausgeholt, um da möglichst keinen Malus zu produzieren. Und wenn du siehst, die Nachlader, Deutschland 2 Nachlader, Frankreich 6, Norwegen 5, USA 1. Also das gute Schießen ist bisher einfach der Garant für die gute Platzierung. Ja, und was wir auch beobachtet haben, seit Uroš Velepec Bundestrainer der Männer ist, wird halt einfach auch riskanter geschossen und komischerweise auch besser. Ja, jetzt Ruppolding ist natürlich unter diesen Bedingungen, Laborbedingungen, doch relativ einfach. Man darf nur nicht leichtsinnig werden. Hier sehen wir jetzt nochmal diesen schönen Wechsel. Deutliche Führung von einer Sekunde. Und deutliche Berührung. Smiley, ja. Aber Benedikt Doll ist in großartiger Verfassung und wird natürlich jetzt auch hoch motiviert auf diese Runde gehen. Schauen wir weiter nach hinten. Italien. 7 Nachlader, 1 Minute Rückstand. Und immerhin Italien nach den ersten 3 Staffeln im Weltcup an Position 4 mannschaftlich gesehen. Haben wir also auch so große Probleme. Größere noch haben die Schweden. Und Herbert sitzt hier und schüttelt leicht den Kopf, weil er es nicht wirklich verstehen kann. Die Schweden gehen jetzt mit Martin Ponsiluoma auf Position 3 ins Rennen. Jesper Nelin übergibt auf Position, wo sind die Schweden? Auf 20. Irre. Die drei wieder zusammen. Deutschland, Frankreich, Norwegen. Und dahinter immer noch die USA. Jake Brown jetzt im Rennen. Da sind wir mal gespannt, wie lange der da mitgehen kann mit diesen Top-Leuten. Immer schön Frequenz hochhalten und auf links antippen. Komm! Ja, Benedikt Doll. Starker Läufer, starker Schütze, ausgeglichener Athlet. In allen Staffeln am Start in dieser Saison. 80% im Liegend seine Quote. 78 im Stehen, also da ist er noch nicht so ganz bei den Besten dabei. Aber was die Laufleistung angeht, ist er schon wirklich top dabei. 2 Siege im Sprint in dieser Saison, 3-mal Podium mit den Staffeln. Also ein Top-Saisonstart für Benedikt Doll. Und wir haben ja eben dieses wunderschöne Porträt gesehen von ihm, von der Kollegin Ella Pulalek. Ganz lustige Szenen haben wir da gesehen. Herbert und ich haben mehrfach hier gesessen und gelacht. Ein Sympath überdies. Und natürlich, das ist das, was ihn auszeichnet. Absolut selbstbewusst hier. In Führung liegend vor Tarjei Bö und Fabien Claude. Keine Namenlosen, Gott weiß. Bö ist jetzt nicht aus dem Windschatten raus, um zu überholen, sondern er lässt sich da tatsächlich auch noch von Fabien Claude überholen, ja. Der ja etwas im Aufwind ist, Fabien Claude, 6. in Oberhof gewesen. Und Emilien Chanclain hat jetzt mal ein Rennen gemacht, das ihn zumindest von der Platzierung her zufriedenstellen sollte, das ihm Auftrieb geben sollte für die nächsten Tage und Wochen. Die Abfahrt runter zum Fischer S. Viele Menschen auch wieder an die Strecke gekommen. Nicht nur im Stadion hier auf den Tribünen, sondern auch rund um die Strecke. Wo man fast noch näher dran ist. Also definitiv nicht fast, auf jeden Fall noch näher. Allerdings nur ein paar Sekunden. Aber da kann man sie mal fast zum Greifen nahe haben, die Biathleten. Für viele Zuschauer die großartigste Wintersportart überhaupt. Benedikt Doll darf auf die 1 von Bös Gnaden. So wie es jetzt aussieht. Wenn er nicht noch irgendeinen Trick aus dem Hut zaubert. Aber nein, er wird dahinter bleiben, denke ich mal. Mal gespannt, ob die Franzosen
so ein bisschen einen kleinen Fluch brechen können. Denn bisher waren vor allen Dingen die Frauen ja überlegen. Und jetzt allerdings sind sie so gut platziert, dass auch er hier das hoffnungsvoller schauen kann. Ja, vom einen Franzosen zum anderen, der eine in Diensten der Franzosen, der andere in Diensten der Norweger. Sie gehen mal sehen. In den vergangenen Staffeln war immer Tarjei Bø derjenige, der den Unterschied ausmachte, der den Vorsprung herausholte. Dolln setzt den ersten Treffer. Super Rhythmus. Und der letzte passt. Großartig. Aber die anderen lassen nicht nach. Nein, keiner macht hier einen Fehler. So bleibt es bei der Reihenfolge der ersten drei hier. USA, zwei Nachlader jetzt. Die fallen jetzt ein bisschen zurück. Österreich, Kanada, Schweiz, das sind die Nächsten, die sich hier versuchen. Merkel-Schleife hier. Theo Merkel, Biathlon-Legende aus Ruppolding, gewidmet. Und Pionier in den Zeiten, ja, dem absolut. Das hier alles zu verdanken ist. Zweifacher Olympiateilnehmer, der USA, hat uns alle Biathlon gezeigt. USA geht in die Strafrunde, das Nachbarland Kanada geht ungeschoren davon. Ja, und die deutsche Mannschaft, die macht uns heute noch mehr Freude als zuletzt, denn sie zeigt sich ganz vorne. Wieder Zentrum und nochmal Zentrum. Boah, perfekte Schießeinlage. Hat er richtig, richtig gut gemacht. Und der Rhythmus, grandios. Benedikt Doll hier mit 23,6 Sekunden war auch der schnellste im Teilnehmerfeld vor Hartweg und Fach. Claude auf 25,9 und Bühl 26,4. Also das sind nur marginale Unterschiede. Deshalb sind sie auch da vorne noch zu dritt zusammen. Ja, die drei Mannschaften, die drei stärksten Mannschaften der Welt. Die Schweden, die fehlen dabei in diesem Konzert hier. Die sicherlich auch die Top 4 der Welt mit ergänzt hätten. Die Italiener sind auch schon ein bisschen zu weit zurück, um hier noch ein Wörtchen mitreden zu können. Was haben Sie sich gefreut über diesen dritten Platz in Oberhof? Nach einem Jahr mal wieder auf dem Podest, die Italiener mit ihrer Staffel, aber heute wieder zurück in der, naja, sagen wir es nicht Normalität, aber ein bisschen in der Enttäuschung, denn sie hätten natürlich gerne angeknüpft an dieses tolle Ergebnis von Oberhof vor einer Woche. Das ist noch keine Woche her, ist erst ein paar Tage. Was macht Claude, bleibt dahinter. Benedikt Doll kann den Anstieg ohne Probleme hier bewältigen, so wie wir ihn kennen. Jens Filbrich wird, jetzt geht er etwas langsamer. Schau, er muss etwas richten. Lauft ihr doch mal nach vorne. Oh je, jetzt machen sie hier Stehversuche. Ja, das ist natürlich nicht so ideal, wenn man hier versucht schon so zu taktieren. Und der reißt hier gleich mal ein bisschen an, der Franzose. Ja, das kommt dann davon. Aber er hat schon recht, er muss ja hier nicht die ganze Zeit die Führungsarbeit leisten und die anderen nach vorne mitziehen, die sich da ausruhen können. Jetzt gehen wir schnell runter zu Nils Kaben. Ja, Johannes und ich, wir haben uns das gerade auch zusammen angeguckt. Johannes, können Sie dieses taktische Spielchen erklären? Warum hat Benedikt Doll da die anderen vorbeigelassen? Ja, ich glaube, er hat gerade nicht unbedingt das Bedürfnis gehabt, vorauszulaufen. Ja, und wenn man versucht, ein bisschen langsamer zu machen und der andere geht nicht vorbei, dann bleibt man immer stehen. Das ist aus wie so ein Stehversuch. Ne? Sie haben an Position 2 die deutsche Staffel in Führung liegend übernommen. Dann ist es der Job, diese Führung zu verteidigen. Das ist Ihnen wunderbar gelungen. Was war dabei für Sie die größte Herausforderung? Ja, ganz klar, stehen schießen. Das ist immer ein bisschen mein Schwachpunkt. Und ich glaube, im Einzelrennen funktioniert es meistens ganz gut, aber so Mann gegen Mann immer ein bisschen schwerer. Ja, und zu Hause ist halt einfach der Druck besonders hoch. Die Staffel ist dann noch umso schlimmer. Deswegen, das war halt für mich der größte Knackpunkt, aber das glaube ich, habe ich sehr gut hingekriegt. Sehr gut hingekriegt war aber also nicht technisch schwierig, sondern mental? Ja, das ist einfach, du hast einen riesen Druck in der Staffel immer, weil du die anderen nicht enttäuschen willst. Ja, und zu Hause ist der Druck noch umso größer. Also
So, es ist halt sehr schön, wenn man zu Hause Backup hat. Andererseits oftmals eine Herausforderung. Und das hat ja gut geklappt. Vielen Dank. So wie im Training. Johannes Kühn in Ruppolding lebend für den WSV Reit im Winkel hier ums Eck startend. Ist natürlich ein besonderer Anlass hier, dieser Weltcup. Und da sehen wir nochmal, wie Claude anzieht, wie er hier versucht, doch das jetzt für sich zu nutzen. Aber die anderen beiden sind hellwach. Ja, und er hat dann aber auch nach dieser kurzen Führungsphase in der nächsten Kurve, das war während des Interviews, hat er dann den ganz weiten Weg außenrum in der Kurve genommen und hat die ersten beiden dann gleich wieder durchgelassen. Hat also gar keine Lust gehabt, sich jetzt hier wirklich vor den Karren spannen zu lassen und hat dann doch wieder eben Benedikt Doll die Führung übergeben. Tarjei Bö hält sich hier weiter hinter dem Deutschen. Auf dem Weg jetzt zum zweiten Schießen. Der Stehendanschlag für diese drei hier, für die dritten Läufer in dieser Staffel. Ja, den Windschattenpreis in dieser Staffel bzw. in dieser dritten Generation der Läufer hier, den bekommt natürlich Tarjei Bö. Der war bis jetzt noch überhaupt nicht in Führung. Also der schont sich, der will jetzt hier wahrscheinlich mit einer sehr schnellen Schießeinlage glänzen. So wird die Taktik sein, Kräfte sparen, um dann die letzte Runde nochmal Vollgas geben zu können. So, und jetzt drücken hier Tausende im Stadion und Millionen vor den Fernsehschirmen die Daumen, dass das jetzt nochmal so eine Demonstration wird von Benedikt Doll. Fehler Frankreich, zwei Fehler Frankreich. Der erste bei Deutschland, Norwegen mit drei Treffern. Drei Fehler Frankreich, zwei Fehler Deutschland. Und Norwegen geht durch. Tarjei Bø geht in Führung. Und er wird einen ordentlichen Vorsprung haben. Oh, Benedikt Doll geht in die Strafrunde. Es lief doch alles bisher so unglaublich gut. Und es ist eine zweite. Das darf doch nicht wahr sein. Frankreich geht eine Runde mit. Schweiz an 2 jetzt gleich. Unglaublich. Und das bei eben diesen Bedingungen, die du eben schon mal so häufig erwähnt hast. Benedikt Doll muss jetzt zweimal diese 150-Meter-Schleife hier laufen. Österreich Fabian Claude nur einmal. Norwegen vor Schweiz. Und Österreich, hast du ja gerade schon gesagt, die kommen jetzt gleich zur Zwischenzeit. Fabian Claude an 3, Leitner an 4. Ganz knapp dahinter, nur 2,2 Sekunden. Oh, ist das ärgerlich. Es lief so hervorragend. Und ausgerechnet der, wo wir uns am wenigsten Sorgen gemacht haben, dass da irgendwas passieren könnte, Benedikt Doll, dem ist es dann doch passiert. Ja, alles menschlich, kann alles passieren. Rang 7 im Moment, 59,8 Sekunden, also quasi eine Minute Rückstand. Aber auch das heißt noch nicht, dass es vorbei ist im Kampf ums Podest. Das ist jetzt mal ein Rückschlag. Aber das war die Taktik von Tarjei Bø. Der wollte hier mit 0,5 auf alle Fälle weggehen, um vielleicht den Vorsprung herauszuholen. Und es ist er an seiner Position, macht immer den Unterschied in den meisten Staffeln. Und auch heute hat das wieder bewiesen. Er ist einfach ein ganz cleverer Staffelläufer. Du hast es ja eben gesagt. Er hat auch bisher immer den Unterschied gemacht. Und er hat es auch heute wieder getan, Tarjei Bø. Also, Norwegen vor der Schweiz. Seltener Anblick. Frankreich, Österreich, Slowenien, Italien, dann erst Deutschland. Mit fast einer Minute Rückstand. Und er ist jetzt hier allein unterwegs. Tarjei Bø. Er muss gar nicht voll laufen, aber es sieht schon sehr dynamisch aus, was er da macht. Ja, jede Sekunde ist wertvoll. Er weiß ja jetzt nicht genau, wie Doll jetzt liegt. Vielleicht oben bei der Betreuerposition, dass er es mitbekommt. Aber er wird jetzt natürlich jede Sekunde übergeben, denn die Franzosen sind ja noch stark im Rennen. Keine Frage. Sind schon noch gefährlich. Es geht ja so schnell. Fabian Claude, der will natürlich jetzt ran an Niklas Hartwig, den Schweizer. Und der kommt immer näher und immer schneller. Naja, gut, die Kameraoptik hat das jetzt ein bisschen verzerrt. Er ist doch weiter weg.
als es eben in der Einstellung aussah. Aber es ist deutlich dynamischer, deutlich kraftvoller, was er hier zeigt gegenüber dem Schweizer. Und wenn er Glück hat und der Ski gut läuft und die Abfahrt gut läuft und der nächste Anstieg, dann ist er vielleicht sogar beim Wechsel dran oder eben nicht mehr weit weg. Da kommt Benny Doll. Lukas Hofer. Oh, guck mal hier, wie stark er läuft, der Deutsche. Es wird natürlich jetzt eine gehörige Portion Wut sein. Klar. Auf geht's, komm! Auf geht's, 20 auf 4, komm nochmal! Alles jetzt hier, hopp! Oh, hat aber auch verloren. Benedikt Doll verliert 9 Sekunden auf die Spitze. Ja, wie ich eben schon vermutet habe. Tayal Bö, der ist nicht langsam hier den Berg hochgegangen. Und er tut auch das beim nächsten Berg nicht. Seine Taktik ist zu 100% aufgegangen. Ja, da haben die anderen überhaupt kein Land mehr. Da die Norweger. Wir haben es eben im Beitrag von Nils Kaben gesehen und gut erklärt von Patrick Oberegger, dem Cheftrainer der Norweger. Da ist natürlich tatsächlich der Kampf ums Überleben, so hart das klingt und vielleicht sogar in ihren Ohren ein wenig überzogen klingen mag. Da gibt es keine Unterstützung, da gibt es ein Mini-Grundgehalt, damit das Minimum sicher ist. Aber dann müssen sie sich eben beweisen und müssen sich zeigen und Sponsoren generieren und eben durch Platzierungen im Weltcup, durch Preisgelder ihr Einkommen sichern. Und da gibt es keine Bundeswehr und keine Polizei, die da eben dafür das Grundgehalt sorgt, sondern das ist purer Existenzkampf bei den Norwegern. Und das vielleicht auch in diesem 5-Millionen-Volk der Antrieb, sich da wirklich klar abzusetzen. Und dieser Zweikampf hier, der geht immer weiter zwischen Hofer und Doll. Da lässt keiner nach, auch Hofer, der zunächst schon überholt war. Der kämpft hier und drückt gegen Benedikt Doll. Der will ihn nicht hier, wirklich ihm keinen Boden gut geben, sondern weiterkämpfen. Und das ist ganz klar die Führung für Norwegen. Und wir schauen gleich mal auf die Zeiten. Wettle Hjorstad Christiansen ist jetzt im Rennen. Tarjei Bö, so wird er richtig ausgesprochen, hat ja alles gegeben, was er konnte. Obwohl er es gar nicht hätte tun müssen. Ja, der Vorsprung ist jetzt für Christiansen beruhigend. Das kann der verwalten, da gibt es kein Problem. Und Frankreich an Position 2 und der Vorsprung ist ja mittlerweile riesig. Vor dem Schießen waren die alle zusammen und jetzt ist es schon über 40 Sekunden vielleicht angewachsen. Fabien Claude auf Quentin Fillon-Maillet. Und in der Schweiz ist es jetzt Jeremy Pinello, der von Niklas Hartwig auf die Strecke geschickt wird. Jakob Fack für Tschechien auf Anton Wiedmar. Und wir schauen natürlich, ja, Hofer wollte sich vor Benedikt Doll setzen und er hat es geschafft. Jetzt Philipp Navrat auf der Strecke für Deutschland. Jetzt sind wir mal gespannt, was sich da noch tun kann. Ob Navrat in der Lage ist, diese, ja, Schmach will ich nicht sagen, das ist zu viel, aber diesen Rückstand wieder in ein positiveres, netteres Ergebnis und schöneres Ergebnis umzumünzen. Ja, 1:06, es sind praktisch 25 Sekunden auf den zweiten Platz. So müsste man das jetzt herangehen. Auf 1 ist jetzt etwas utopisch, aber auf 2, den zweiten Platz, könnte man auf alle Fälle noch erreichen mit einem guten Rennen von Philipp Navrat. Ja, die Schweden, die nehmen wir noch kurz mit auf Position 10, 1:51, als 52 Rückstand aufgerundet. Sebastian Samuelsson jetzt im Rennen. Und wir holen jetzt mal 20 Sekunden Luft, lassen Sie mit den Bildern allein und sind gleich wieder da. Norwegische Demonstration von Überlegenheit. Das erleben wir ein weiteres Mal hier in dieser Saison in Ruhpolding. 3 Saisonsiege gab es schon. Der 4. ist zum Greifen nah. Für Wettle Hjorstad Christiansen, den Schlussläufer Norwegens. Dahinter Frankreich, Quentin Fillon-Maillet. Und die Schweiz mit Jeremy Finello. Der versucht hier dran zu bleiben am Franzosen. Das
die Garantie möglicherweise dafür, dass er hier noch um ein Podest mitkämpfen kann. Aber dafür muss er auch erstmal zweimal richtig gut treffen, denn die anderen werden sich dann nicht großartig die Blöße geben. Tommaso Giacomel da vorne, ganz vorne Widmer für Slowenien. Auch ein guter junger Mann. Da ist die Aufgabe schon noch da. 1:05. Das sind jetzt 20 Sekunden auf Frankreich. Also etwas hat er gut gemacht. 20 Sekunden auf 2. Komm, da geht doch was. Und Navra hat nur eine Sekunde auf Christiansen. Eben der Rückstand 1:06, jetzt 1:05. Aber das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr der Maßstab, sondern es geht darum, wie nah kann ich möglicherweise einem Podest kommen. Philipp Navrat greift jetzt hier Tommaso Giacomel an, im Gesamtweltcup 13. Navrat 8. im Gesamtweltcup, was die Einzelwertungen angeht. Also ein bisschen besser platziert. Der hat ja schon einen Top-Einstand in dieser Saison gehabt. Philipp Navrat war so noch nie so gut bei einem Saisonstart. Er sollte sich mit Widmer nicht allzu lange aufhalten. Er sollte schon schauen, dass er zumindest jetzt dann nach der Abfahrt an ihm vorbeilaufen kann, fahren kann, vielleicht sogar aus der Abfahrt rausfahren oder im Anstieg vorbeilaufen. Genau, er ein starker Langläufer, 4,1% schneller als der Durchschnitt, weist der Datenmonitor aus. Also das ist ein Anzeichen, ein Indiz dafür, dass er eben zu den Top-Langläufern gehört. Giacomel auch ein Kämpfer vor dem Herrn, der junge Mann mit sehr viel Temperament ausgestattet, das ihm oftmals noch ein wenig in die Quere kommt, sage ich mal. Das sind nur noch 12 Sekunden auf 2, komm! 12 Sekunden auf 2, das ist die gute Botschaft, die Jens Filbrich hier an Philipp Navrat übermittelt. Also es ist noch und es ist wieder vieles drin. Wie ich eben sagte, die eine Minute, die heißt noch nichts. Ja, und trotz dieser herausragenden Führung, nervöses Kaugummi-Kauen bei Sigi Masé, französischen Trainer der Norweger. Jetzt also allein auf weiter Flur, Vetle Tjåstad Christiansen. Jetzt heißt es zweimal schnell nachladen und bloß nicht in die Strafrunde gehen, denn sonst geht das hier plötzlich wieder einen ganz anderen Weg. Treffer mit der ersten Patrone, die zweite ist drin. Und auch die zweite Nachladepatrone trifft ihr Ziel. Norwegen ist fertig, Norwegen ist weg. Norwegen läuft mit Vetle Tjåstad Christiansen einem erneuten Sieg entgegen. Jello, weit aufgerissene Augen beim Schweizer. In der Situation war er noch nie, da bin ich überzeugt. Im Weltcup zumindest. Da ist der erste Fehler beim Schweizer. Überlegen, stark, tolle Serie. Fertig und jetzt schauen wir. Herr Philipp Navrat, ein Fehler bisher, hoffentlich bleibt es dabei. Jetzt schnell nachladen. Norwegen vorne, Frankreich dahinter und jetzt Deutschland mit Italien, der Schweiz. Ja, das wird jetzt wieder eine Gruppe und Philipp Navrat, der versucht natürlich der Konkurrenz jetzt zu enteilen. Er ist jetzt wieder auf einem Podestplatz. Ja, so schnell geht es im Biathlon. Eben noch auf 7, jetzt wieder auf 3. Klar, vorne sind die anderen. Und ich habe jetzt eben schon gesagt, dass Vetle Tjåstad Christiansen schon weit weg ist. Der könnte sich aber locker eine Strafrunde leisten. So schnell, wie er auch auf der Strecke ist. Und die Schweden, jetzt schauen wir da noch mal hin, ob es da vielleicht einen Schritt nach vorne geht. Ja, Samuelsson hier als Schlussläufer, der stärkste Athlet, macht das hier einwandfrei und ohne Fehl und Tadel ist er hier. 23,9 Sekunden vom Betreten der Matte bis zum Verlassen der Matte wird die Zeit gemessen. Unheimlich schnell gewesen. Rang 9, 1,32 Rückstand. Na ja, ein bisschen besser stehen sie jetzt schon da als eben. Und wir schauen nochmal auf dieses Schießen
von Philipp Knapp. Ja, mit dem zweiten Schuss kann man mit der Atmung nicht hin. Prompt ging der Fehler auch. Die Trefferlage habe ich jetzt nicht gesehen. Lädt er schnell nachher. Das macht er sehr gut. Insgesamt hat er 45,4 Sekunden. Nein, 33,1 Sekunden benötigt. Das war Felix Bitterling, der nebendran gelaufen ist, ihm nochmal die Zeit durchgesagt hat. Der Sportdirektor. Und Philipp wird jetzt alles versuchen. Er wird nach vorne orientieren. Ich glaube nicht, dass er sich mit Giacomelda lange rumschlägt. Der war ja jetzt schon etwas zurück. Da kommt Ciao Philipp. Oh, er ist extrem stark und Giacomel konnte nicht folgen. Und gleich schon der Blick in Richtung Konkurrenz. Auch mal nach rechts geschaut. Wer kommt denn da noch? Ja, toll, wie er das hier macht. Stilistisch sehr gut. Guter Abdruck. Bleibt lang auf dem Ski stehen und noch im 1-1. Mal sehen, wie lange das durchhalten kann. Jetzt geht er direkt in die 2-1-Technik rein. Ja, wird schnell steil da. Ja. Und Philipp ist ja hier auch in Ruppolding zu Hause. Startet für Nessel. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, so aus dem Bauch raus. Er ist auf alle Fälle in Ruppolding zu Hause und macht das sehr gut. Ah, er ist ein großartiger Läufer. Sehr gut machst du das. Und dann mit Vertrauen. Komm, den holst du. Mit Vertrauen. Philipp kann riskieren, riskiert oft auch sehr viel. Da muss man jetzt mal schauen, darf sich jetzt auf alle Fälle keine großartigen Fehler am Schießstand leisten. Läuferisch hat er die alle im Griff, die da um ihn rum sind. Und vielleicht denkt er auch mal daran, dass er schon in dieser Saison das gelbe Trikot des Gesamtführenden mal getragen hat. Nach diesen tollen Leistungen in Östersund gleich zu Beginn, gleich zum Auftakt. Und hier ist er dran am Franzosen. Und hier haben wir Sverre Olsby-Reuseland, den ich eben schon fast mit Felix Bitterling verwechselt hätte. Hinter ihm ist erstmal weit nichts, aber jetzt geht der Kampf um Position 2 weiter zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Philipp Navrat und Quentin Fillon-Maillet, dem Gesamtweltcupsieger von 22, dem Staffelweltmeister von Oberhof, dem Olympiasieger von Peking. Damit Sie mal wissen, gegen wen er da läuft. Der Philipp Navrat. Er hatte ja einen Mittelfußbruch. Im Frühjahr hat sehr viel Oberkörper trainieren müssen. Kennt die Strecke hier aus dem FF. Lässt sich jetzt aber auch hier nicht dazu verleiten, in Führung zu gehen, sondern bleibt dahinter, hinter Fillon-Maillet. Konzentriert sich jetzt auf diesen Zweikampf um Platz 2. Fillon-Maillet im 1-1er. Aber Philipp, Philipp geht da aber ganz locker nebenbei her. Heißt ja nicht unbedingt, dass das schneller sein muss, aber es ist auf jeden Fall kraftraubender, die 1-1-Technik. Ja. Und jetzt hoffen wir mal, so fair wollen wir das sein, dass Bettlechoster Christiansen nicht doch noch die Finger feucht werden, wenn er nervös wird. Im Moment gehört das Stadion noch ihm ganz allein. Beim letzten Schießen im Stehendanschlag. Und der Streckensprecher sagt, wir wünschen ihm alles Gute. Auch wenn wir uns natürlich freuen würden, wenn es Deutschland wäre, dass sie ganz vorne wäre. Das ficht ihn nicht an. Der letzte sollte dann doch rein. Und das passt auch. Ein Nachlader, das ist immer drin. Und Sigi Marseille grinst zufrieden. Und die norwegischen Fans hier, die freuen sich über den nächsten Sieg. Wenn nicht ein Ski bricht, ein Stock bricht oder sonst irgendein Sturz passiert, der ihn weit nach hinten wirft. Aber bei einem so klasse Langläufer wie dem Norweger sollte das einfach nicht passieren. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass das jetzt hier nur noch der Kampf um die Podestplätze ist. Navrat beginnt schnell. Ein Fehler, ebenso wie der Franzose. Italien jetzt aber stark und Italien, oh, der letzte auch Philipp nicht. Navrat. Ja, Philipp Navrat hat es geschafft.
geht als Nächster, als Zweiter von der Matte. Und Frankreich, jetzt erst fertig. Bin mal gespannt, ob er diesen Vorsprung halten kann. Du hast es eben gesagt, er gehört zu den Besten auf der Strecke. Und der Franzose vielleicht noch ein bisschen gehandicapt von diesem Bruch. Und er hat einen ordentlichen Vorsprung jetzt auf ihn. Mal sehen, was Fionn Mayer macht, wie er sich verhält, ob er all-in geht oder ob er versucht, für die restlichen Wettbewerbe hier in Ruhpolding noch ein bisschen Kraft zu sparen. Er läuft gegen Tommaso Giacomel, Fionn Mayer. Da wird er überhaupt nicht zum Schonen kommen, denn der will es wissen. Der läuft hier mit dem Messer zwischen den Zähnen, das kann ich dir versprechen. Und auch Philipp Navrat, der muss natürlich schauen, dass er die auf Abstand hält. Schau hin, so, das ist die Technikbrücke. Das sind so 10 Sekunden, wo er Vorsprung hat ungefähr. Das ist noch kein sicheres Polster. Und das ist der Zweikampf, den du angesprochen hast. Die beiden jetzt hier, die werden sich beäugen, die werden schauen, die werden versuchen natürlich auch in Richtung Platz 2 zu schielen, aber auch dabei diesen Kampf um Platz 3 nicht aus den Köpfen zu lassen. Mal gespannt, wie die zwei sich jetzt hier verhalten, ob sie taktieren um den dritten Platz oder ob sie sich einig sind und sagen so, den zweiten greifen wir noch an, weil dann könnte es vielleicht für uns noch besser ausgehen, als bisher zu erwarten ist. Philipp Navrat dürfte hier der Stärkste sein, der Verfolgergruppe natürlich. Wettles Jerstad Christiansen, der hätte sicher auch Probleme, wenn er gegen Philipp Navrat läuft, aber das ist ja nicht der Fall. Es ist einfach so, dass die Norweger, wenn die deutsche Mannschaft solche Fehler macht, wie sie Benedikt Doll gemacht hat, dann einfach ins Hintertreffen gerät. Ansonsten hätten die heute wirklich voll mithalten können. Und wären siegfähig gewesen. Ja, absolut. Absolut siegfähig, die deutsche Mannschaft. Das ist die gute Nachricht. Benedikt Doll schießt nicht immer so, wie er heute geschossen hat. Also auch für die nächsten Rennen und für die Weltmeisterschaft. Da ist sicher noch was drin. Und Philipp Navrat sieht gut aus. Jawohl, sieht Philipp kraftvoll aus. Das sieht einfach danach aus, als wolle er hier nichts mehr anbrennen lassen. Mindestens 18 Sekunden hast du nach hinten. Komm, zieh drüber hier. Angriff. Jetzt auf alle Fälle von Tommaso Giacomel. Fionn Mayer kann nicht folgen. Die Schrittfrequenz ist viel niedriger beim Franzosen. Jawohl. Giacomel bricht hier die Moral von Fionn Mayer. Der kann nicht folgen. So, und eben haben wir noch gesagt, die Italiener, ne, gejubelt nach Oberhof und dann schon so weit zurück. Und jetzt sind sie wieder voll dabei. Im Kampf um Platz 3 haben sie im Moment mal die besseren Karten gegenüber den Franzosen. Und wenn man mal auf die Laufleistung schaut, 4,1% Überschnitt Philipp Navrat. Quentin Fionn Mayer ebenfalls 4,1% und 3,5% schneller als der Schnitt. Das ist Giacomel. Aber der hat jetzt eben diese Papierform ein bisschen Lügen gestraft, indem er nämlich den Franzosen einfach mal hat stehen lassen am Berg. Weil er ein Kämpfer ist, weil er ein Jungspund ist, weil er auch schnelle Antritte machen kann. Er ist spritziger, definitiv, als die etwas älteren, wie es eben Fionn Mayer ist. Er ist, Giacomel, ein absoluter Mann der Zukunft. War ja auch U25 lange im blauen Trikot des Besten im Weltcup. Also, da kommt ein richtig guter für die Italiener nach. Und das ist der Blick in Richtung... Und rüberarbeiten. Schnell vom Schießplatzberg, Rücklauf. Wahnsinn, du siehst, hast es gesagt. Ein Riesenkämpfer, der sieht jetzt noch Philipp Navrat vor sich und will den auch noch kriegen. Kurzes Handzeichen, vielen Dank für die Unterstützung an die vielen Fans. The final countdown. Fülbrich gratuliert. Gegen die Norweger ist im Moment kein Kraut gewachsen. Und keine Scheibe klein genug, als dass man sie nicht treffen müsste. Die letzten Meter, Ovationen zu Recht für eine wieder mal tolle Leistung der norwegischen Staffel. Alle Achtung und das ohne ihren Besten, ohne den Gesamtweltcup-Führenden. Johannes Thingnesbø, sein Bruder Tarjei, hat heute wieder den Unterschied gemacht zur Konkurrenz. Und hier, das ist der Blick zurück. Philipp Navrat. Noch sehen wir nichts von Tommaso Giacomel. Scheuer Blick zurück mal. Kommt er da schon? Nein.
Und der Vorsprung ist groß genug. Er wird ihn ins Ziel bringen, die deutsche Mannschaft auf Platz 2 in dieser Staffel. Wieder eine klasse Leistung. Und du hast es eben gesagt, wenn Benedikt Doll, aber alles Wenn und Aber hilft nicht. Der Sieg geht an Norwegen, aber Deutschland hat sich hier wirklich klasse verkauft. Und Philipp Navrat hat ein grandioses Rennen gezeigt zum Schluss nochmal. Ja, und die schon fast totgesagten Italiener, die sind wieder da. Und schon wieder auf Platz 3, wie im Oberhof vor wenigen Tagen. Vergangenen Sonntag war es, da haben sie dieses beste Ergebnis seit einem Jahr geschafft. Jetzt gleich schon wieder das nächste Podest. Und hier der Kampf um die Plätze dahinter. Frankreich auf 4, war klar. Österreich auf 5, Slowenien auf 6. Schweiz, die eben noch um die Führung bzw. Platz 2 mitgekämpft haben, wieder zurück im Mittelfeld. Naja, sagen wir mal im vorderen Mittelfeld auf Rang 7 bei 22 Mannschaften. Ist da schon noch ein bisschen Platz nach hinten. Im ersten Drittel würde besser passen. Ja, tolles Rennen. Es gab ein wildes Hin und Her in der Führung immer wieder. Und ich glaube, dass die deutsche Mannschaft letztendlich dann doch mit einer sehr guten Platzierung, mit einem sehr guten Rennen diesen zweiten Platz verdient gewonnen haben. Mit zwei Fehlern weniger. Du hast es gesagt, Wenn und Aber. Aber es ist nicht normal, dass Benedikt Doll zwei Fehler in der Staffel schießt. Schweden jetzt hier. Die Startnummer 5 sagt etwas über den Weltranglistenrang aus auf Position 8. Also ein wiederum guter Tag für die DSV-Athleten hier in Ruhpolding, Norwegen. Deutschland zum zweiten Mal auf Platz 2 nach Oberhof in dieser Saison. Italien auf dem Podest, Frankreich, Österreich, Slowenien, Schweiz und Schweden. Das die Top 8 und damit runter zu Alex Ruder und Laura Dahl.